Daar is deze keer een gesprek met een van de meest interessante vrouwen van onze tijd, actrice, schrijfster en zangeres Hildegard Kneef. En omdat ze nog niet helemaal hersteld was van een operatie, reisden Willem Duis, Theo Orneman en Paul Citroen voor dit gesprek naar Wenen. Dames en heren, eindelijk is het dan zover. Ze was vaak ziek, we hebben het veel moeten uitstellen, maar nu zitten we dan in de grote prachtige studio van de Weense televisie van de ORF. En naast mij zit een van de meest briljante en interessante vrouwen van deze tijd. Een filmactrice, een toneelactrice, een schrijfster, een zangeres en zelfs een schilderes. Hildegard Kneef. Ja, du hast... Wir machen das auf Deutsch, eh? Ich will es jedes Mal versuchen. Ja, wie du willst, ja. Lass uns versuchen. Na, ich glaube, die Stimme... Kann ich manchmal ins Englische rüberschnappen? Ja, wenn Sie wollen. Ja? Ja, na, also, wenn du willst. Ist es du oder sie? Du. Wie wollen wir uns ein, ja? Du. Also gut, das haben wir jetzt festgelegt. Wir kennen uns schon seit langer Zeit. Ja. Und ich glaube, die Stimme und das Deutsch ist mehr charakteristisch für dich. Es fällt mir leichter, obwohl mein Mann Engländer ist und ich eigentlich mit ihm mein Englisch also etwas vervollkommnet haben sollte, so zieht er es vor, Deutsch zu sprechen. Und dadurch spreche ich eigentlich weniger Deutsch als in den Jahren, bevor ich ihn kennenlernte. Weniger Englisch. Und ich habe es, nun ja, mein Vokabular ist also ein bisschen rostig. Ich wäre also dankbar, wenn ich Deutsch sprechen könnte. Ja, es war auch dein Mann, die das Buch der geschenkte Gala auf Englisch übersetzt hat. Er hat es übersetzt. Er hat sogar einen Kritikerpreis dafür bekommen, also einen großen Übersetzerpreis. Und ich finde es, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich mit dem Herrn verheiratet bin, eine wirklich brillante Übersetzung, weil es ist ja doch sehr viel im Jargon, im Berliner Jargon geschrieben und es ist, weiß Gott, nicht leicht zu übersetzen, nicht wahr? Nein, wenn du über Berlin redest, dann sollen wir vielleicht damit anfangen, denn wie Sie wissen, Herr Paul Citroen, die immer die Zeichnungen macht, das ist ein wirklicher Berliner, aber der ist niemals zurück gewesen. Seit das habe ich gehört. 32. Herr Citroen hat mir gerade, da sitzt er, hat mir gerade gesagt, dass er seit 32 nicht mehr in Berlin war. Und er ist also weggegangen, als ich gerade nur noch nicht mal eingeschult wurde. Und nun ja, ich weiß nicht, ob ich ihm empfehlen soll, zurückzugehen und es sich anzuschauen. Wenn er sehr mutig ist, soll er es tun. Ich glaube, es wäre ein großer Schock. Ich könnte mir vorstellen, dass nach so vielen Jahren es eher erschrecklich ist, die Stadt zu sehen. Und es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, denn Berlin ist für mich eine Familie. Es ist, als ob ich bei aller Vermessenheit eine Stadt mit seiner eigenen Familie zu vergleichen, so ist diese Stadt und ihre Mentalität für mich immer wichtiger, immer bedeutender geworden, je mehr ich außerhalb dieser Stadt lebte und vor allen Dingen in anderen Ländern lebte. Insbesondere in der Zeit in Amerika. Das schrieb ich ja auch im Geschenkengaul, dass dort durch die Immigranten, durch die Berliner, die in Amerika lebten, fast wie ein Astralleib über dem wirklichen Berlin lag, nämlich ein Astralleib, der dort durch die Immigranten in Amerika aufrechterhalten wurde, von einem Berlin, das ich nicht mehr kennengelernt hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass Herr Citroen eben dieses Berlin der Immigranten weiter in seinem Herzen, in seiner Seele, in seinem Kopf trägt und dieses Bild sich gar nicht mehr vereinen lässt mit dem, das er also heute vorfinden würde. Ja. Wir sitzen jetzt in Wien. Wir hätten diesem Programm auch in Berlin machen können, selbstverständlich. Denn alles ist dort angefangen. Ne? Das Buch spielt in Berlin. Also wenn zum Sie von meinem Leben sprechen, da hat es nicht angefangen. Es hat in Ulm angefangen. Ja, das weiß ich. Sie waren in Ulm geboren. Ja, aber das ist... Nun ja, also das hat keine große Verbindung. Die ganze Jugend und der Krieg, das alles, Ende des Krieges. Ich war 6 Monate, kam ich also nach Berlin. Und Berlin ist also der Einfluss. Und obwohl ich eben gar nicht so wahnsinnig lange dort gelebt habe, ich bin ja schon mit 20 Jahren weggegangen und habe dann nur noch einmal sehr kurzfristig, ich glaube 1,5 Jahre oder 2 Jahre wirklich dort gelebt. Ja. Später als Erwachsener. So ist es doch eben der große Einfluss. Es war der dramatische Einfluss, der gravierende Einfluss, sei es also durch den Krieg, sei es durch die
durch den Kampf um Berlin, dem ich also sehr intensiv beiwohnte. Oder eben durch die Theateranfänge bei Boleslav Barlock. Ja. Durch die Anfänge zuvor in einem kleinen Kabarett bei Viktor de Kowa gleich nach Kriegsschluss. Sogar die Schauspielschule noch am Schluss des Krieges. Das sind eben gerade die Theaterzeit nach dem Kriegsende sind unvergessliche Eindrücke und haben wahrscheinlich mein Leben sehr, sehr geprägt. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr bestimmt. Das kann ich also heute sagen, wo ich also doch einen großen Abstand habe. Ja, es hat aber doch nicht angefangen mit Theater, aber mit Malen, nicht? Die es hat Akademie. Angefangen mit Malen, ja. Ich wollte malen, ja. Und ich hatte ein Stipendium, was also sehr schön war, denn wir waren alles andere als begütert. Mein Vater starb, als ich ein halbes Jahr alt war. Wir waren, und er war erst 28 Jahre alt, und also geerbt habe ich nichts. Und Talent vielleicht? Vielleicht, ich weiß es nicht. Mein Vater war also ganz und gar nicht in der künstlerischen Richtung, aber vielleicht liegen da einige kleine Zellen, die er doch weitergereicht hat. Ich glaube eher von meiner Mutter her auch, die also künstlerisch wesentlich interessierter war. Aber wie dem auch sei, wo waren wir? Berlin. Berlin. Fing ich an als Malerin, ich wollte malen. Gut, und bekam ein Stipendium und habe anderthalb Jahre gezeichnet und habe also das gemacht, sehr viel schlechter, wie wahrscheinlich Herr Zitrun als Ehrenschüler war. Ich war also am Anfang, glaube ich, ganz einfach so eine Kinderbegabung und dann merkte ich, dass ich für diese Isolation des Malens gar nicht stark genug war damals. Also Sie brauchen ein Publikum? Und ich brauchte die sofortige Reaktion. Mhm. Ich brauchte etwas, das sofort sagte, ja, das ist gut oder das ist schlecht. Ja. Und nach anderthalb Jahren sagte ich mir, das ist nicht das Richtige für mich. Und das war natürlich absolut selbstmörderisch, etwas anzustreben, also einen Wechsel eines Stipendiums, eines Berufes anzustreben oder eines Berufes, der einer werden sollte in dieser Zeit, denn das endete zumeist also in den Arbeitsdienst eingezogen zu werden oder sowas. Aber ich hatte tatsächlich Glück und bekam ein Stipendium wiederum als Schauspielerin. Das war also wirklich ein großes Glück. Das war wirklich eine sehr schöne und wichtige Wende. Und da konnte ich das ja nun loswerden, dieses extrovertierte Bedürfnis, das ich da hatte. Das auszutoben war also möglich in der Schauspielerei. Aber die Karriere hat nach dem Krieg angefangen und das Ende des Krieges, das war so fantastisch und das hast du auch so gut beschrieben in der Gaul. Ich glaube, es war David Frost in Amerika, die ein solches Interview angefangen hat mit der Frage, sind Sie ein Mörderer? Hatten Sie einer getötet? Ne? Es war, ja, das war ein furchtbares Moment. Ich bin eigentlich ein sehr gesprächiger Mensch. Außer wenn ich schreibe heute, bin ich also stark genug für die Isolation. Also, ja. Also das, was ich damals nicht konnte beim Malen, nämlich allein sein, das kann ich heute. Ich schreibe also deshalb auch sehr gerne. Diese Isolation kommt mir entgegen. Der extrovertierte Teil ist nicht mehr so wichtig. Aber der David Frost, der haute mich nun so zusammen bei einem Gespräch, ohne dass er es wollte, einfach aus einem gigantischen Interesse heraus. Es war keine Bösartigkeit, es war auch keine, vielleicht eine sehr bewusste Schockfrage schon, aber es war nach einem sehr freundlichen, vergnüglichen und sehr herzlichen Willkommen war die Frage, ich habe eben den Gaul gelesen, wie viele Amerikaner. Und die Frage drängt sich auf, haben Sie am Kriegsschluss, als Sie als Soldat verkleidet in Berlin kämpften, haben Sie jemanden getötet? Und das war so, dass ich also dachte, mir fällt das Hirn raus oder mir fallen die Ohren ab oder ich werde ohnmächtig. Ich wusste gar nicht im Moment, wie ich darauf reagieren sollte, weil bei allen Gedanken, die man sich gemacht hatte, diesen Gedanken hatte ich wahrscheinlich, das war ein Block, das war ein Trauma, das war schon ein neurotischer Zustand, den ich immer verdrängt hatte, selbst beim Schreiben. Der Gedanke, habe ich wirklich dort jemanden umgebracht, den hatte ich verdrängt, total. Das ist wirklich also ein ganz interessantes psychologisches Phänomen, dass ich bei allem Zurückdenken, Zurückleben, beim Aufrollen von Filmen in meinem Hirn, während ich also schrieb, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie gelagert hatte, bei dem Verharren plötzlich dieses Films, Verhaken dieses Erinnerungsfilms,
dieser Überbelichtung eines einzigen Bildes innerhalb dieses Films, das dann wieder ein ganzes Kapitel wurde. Aber eins hatte ich eben nicht gemacht. Ich hatte nie, zu keiner Zeit, gesagt, hatte ich eigentlich jemanden getötet. Und wenn es irgendwo war, dann wurde es also ganz schnell vom Unterbewusstsein verpackt und in Eierschalen gelegt und irgendwo da verdrückt. Du hast das Buch geschrieben, so etwa 25 Jahre nach der Krieg. Na warte, wir können es ja ausrechnen. Ich habe angefangen zu schreiben, mit Rechnen bin ich wirklich bekloppt. Ist 69, habe ich geschrieben, also? 70... Also 25 Jahre. Ja. Und hast du all diese 25 Jahre gedacht, das soll ich einmal schreiben? Das ist mehr als die Memoiren von einer Schauspielerin, oder? Also die Memoiren, erstens, das Wort macht mich schon immer so ganz ein bisschen faltig. Ne? Ich wollte einen Bericht schreiben. Ich wollte als eine einer Generation einen Bericht schreiben über eine Zeit, über die viel geschrieben wurde, aber doch mit diesem etwas objektiven oder vorgeben, objektiv zu sein, statistischen oft verbrämten Gerede. Und ich wollte einmal schreiben, einen sehr subjektiven, absolut subjektiven, mit nie einer Vorgabe, dass ich mich hier also um Objektivität auch nur eine Sekunde bemüht hätte, einen wirklich subjektiven Bericht eines Menschen, der ein Kind war, als die Nazis kamen, der fast erwachsen war, als der Krieg vorbei war, und für das, was die Generation zuvor verschuldet hat, wenn du willst, oder auch nicht verschuldet hat, entweder durch Lethargie, Desinteresse oder auch aktives Eingreifen, auf irgendeine Weise schuldig geworden war, dass also diese Diktatur möglich geworden war und der Faschismus in Deutschland. Wir wurden, obwohl wir Kinder waren, als die Nazis kamen, zur Verantwortung gezogen. Vom Ausland. Nur vom Ausland. Nicht nur von den Besatzungsmächten, sondern auch, sagen wir ganz ehrlich, heute noch, auch in Holland, nicht wahr? Die Tatsache, dass jemand ein Deutscher ist, wie alt er immer ist, fällt weg. Die Möglichkeit, dass sich der Samen des Faschismus auch im Geschlechtsverkehr weitergibt, wird nicht ausgeschlossen. Das grenzt schon beinahe an Sippenhaft und auch eine gefahrvolle Sache. Ich hatte es einmal gesagt in einem Gespräch mit einem sehr interessanten holländischen Journalisten, dass man hier etwas macht, was immer wieder gefahrvoll ist, dass man Hitler zu einem Standard gemacht hat, indem man sagt, alles, was bei uns passiert, ist nicht so schlimm im Vergleich zu dem, was Hitler gemacht hat. Mit dem Moment setze ich einen Standard. Hitler wird dadurch zum Standard. Hitler wird dadurch zum Leben erhalten. Er wird zu einem unbeschreiblichen, infernalischen, diabolischen Leben erhalten, in dem nämlich jeder sagt, was wollt ihr, was wir machen, ist doch nichts im Vergleich, was Hitler getan hat. Wo willst du den Standard setzen? Bei Stalin, bei Hitler, bei wem? Also dann haben ja diese Mörder, dann hat ja ein Hitler im Grunde gesiegt, wenn er für Generationen der Standard bleibt. Ja. Und wenn die Sippenhaft, die er so exzellent und so grauenhaft betrieben hat, in einem überhöhten und gleichzeitig erleichterten Sinne von anderen Ländern weitergeführt wird, dann ist ja das, was wir bekämpft haben, sind wir dann geworden. Also wir meine ich jetzt, also in diesem Falle die Menschen, die also an diesem Grauen nicht beteiligt waren. Ja. In diesem Bericht, wie Sie es nennen, oder Buch, hat eine fabelhafte Erfolg gehabt, in Deutschland selbst auch, überall in der Welt, aber auch in Deutschland. Hat das dich überrascht? Dass der Gaul, du, überrascht hat mich der ganze Erfolg. Ich habe das Buch wirklich geschrieben, der Einzige, der davon wusste, dass ich schreibe, war mein Mann. Und dann später zwei, drei Freunde. Und dann eines Tages musste ich also bekennen, dass ich ein Buch schreibe, weil ich also anderthalb Jahre wirklich mich eingeschlossen hatte und wir also aufs Telefon abgestellt hatten und also die dämlichsten Gerüchte rumgingen, was weiß ich, was also passiert sei. Aber ich habe es geschrieben an einem Punkt, als mir nahe Freunde und nicht der dümmsten einer sagten, ich hätte einen richtigen Klaps. Ich gehöre also doch nun auf die Psychiater-Couch, dass ich also in so einer Zeit, in der ich Chanson-Tourneen machen konnte und Platten mache und also die auch gekauft werden und man sich für diese Art meiner Arbeit interessiert, dass ich plötzlich also zwei Jahre vom Fenster verschwinde und mich an einen Schreibtisch setze, um etwas zu schreiben. Und sie sagten, das hast du doch, kannst du doch noch später schreiben. Ne? Nein, ich fand mal, ich musste es an diesem Punkt schreiben. Wenn ich die Geschichte dieser Generation schreiben wollte, als einer dieser Generation, dann jetzt, nicht noch warten. Und
Ich schrieb es, ohne eine Sekunde daran zu denken, wer könnte wohl der Verleger sein, weil wir absichtlich keinen Verleger wollten, wir, also mein Mann und ich, während ich schrieb, es hätte mich beeinflusst, es hätte mich wahrscheinlich, ja doch sehr, sehr beeinflusst. Ich wäre doch sehr verwundbar gewesen bei einem ersten Buch, wenn der gesagt hätte, wissen Sie, der Anfang gefällt mir nicht oder das gefällt mir nicht. So wollten wir also ganz frei davon sein. Und dann, als es, als über drei Viertel des Buches fertig war, dann erst tastete mein Mann so etwas herum, wer sich wohl dafür interessiert. Und da war das Interesse bereits sehr groß, enorm groß. Und ich hörte das eigentlich nur so am Rande, weil ich schrieb jeden Tag meine 7 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, manchmal 9 Stunden. Und das alles andere war so ein bisschen, ich meine, ich will mich jetzt nicht zum verwirrten Künstler machen, den ich über seinen Schreibtisch rausgucken konnte, aber in dieser Zeit war es wirklich so. Ich war so ganz scheuklappig und guckte weder so noch so. Und jetzt wieder. Und dann kam dieser, na jetzt noch nicht ganz, es ist zu sehr in Anfängen. Und dann kam eben, als das Buch rauskam, dieser enorme Erfolg. Ich glaube, ich habe den gar nicht ganz begriffen am Anfang. Das hat dein ganzes Leben doch geändert, diesen großen Erfolg. Es hat uns die Möglichkeit gegeben, mein Mann und mir, uns ein Haus zu kaufen. Denn wir waren vorher immer nur Zigeuner und als wir uns kennenlernten, war ich so pleite, dass mir heute noch die Tränen kommen, wenn ich dran denke, weil ich war nicht nur pleite, sondern ich hatte auch Schulden. Und zwar beträchtliche und Steuerschulden, das war also grausam. Und wir haben viele Jahre geschuftet, um uns aus diesem Dilemma herauszuwühlen. Und das Buch hat also geholfen, uns die Möglichkeit zu geben, nun also endlich mal irgendwo zu wohnen. Und zwar in einem Haus, in dem man keine Miete zahlt, was sehr angenehm ist. Und vielleicht uns sich auch nicht sofort den Kopf zu zerbrechen, wovon zahlen wir also die Ölrechnung. Na, da über Öl kann man ja gar nicht reden, aber über die Elektrorechnung sagen wir, über das wir nicht gleich einen wunden Punkt reden. Das ist also ein ganz gutes Gefühl, das erste Mal in meinem Leben eigentlich. Ich habe immer sehr viel gearbeitet, auch eine ganze Menge Geld verdient, aber ich hatte immer eine namenlose Begabung, Leute zu treffen, die an meinem Geld rasend interessiert waren. Und es auch immer schafften, es mir wegzunehmen. Ja, du hast auch Humor, das kommt jetzt raus. Vielleicht können wir beim Anfang anfangen. In das Buch ist Else Bongers ganz wichtig, die kommt vielmal zurück und Briefe und so weiter. Das deutsche Fernsehen, zweites deutsche Fernsehen, hat ein Programm gemacht, Knef 73, und da gibt ein kleiner Ausschnitt von Else Bongers drin. Das können wir vielleicht jetzt begucken, was sie sagt. Ich würde mich freuen, das zu sehen. Ja, das war ein gar nicht sehr freundliches, ein ungeheuer forderndes und mich völlig übersehendes Mädchen. Die kam dahin und sagte, sie wäre begabt. Und ich sagte ihr, woher wollen Sie das wissen? Und da sagt sie, das fühle ich. Hat auch nicht um mich geworben oder hat vielleicht sich bemüht, mir zu gefallen. Gar nicht. Ich war für sie da nur ein Sessel. Sie wusste ganz genau, dass dahinter was ganz anderes steht. Und nicht nur Frau Bongers. Jetzt ist die Karriere angefangen, Theater, Schauspielerin. Und ich glaube, es war Willy Brandt, die sie eine Berliner Schnauze genannt hatte. Hä? Was ist das wirklich? Berliner Schnauze, das ist so etwas, ach, das ist ein Schlagwort, das stimmt eigentlich so gar nicht so ganz. Es wird einfach benutzt. Ich will jetzt nicht unseren Bundeskanzler also korrigieren. Es ist etwas, das also oft genannt wird. Ein Berliner Schnauze ist einfach jemand, der also sehr schnell reagiert. Die Berliner haben so eine Tendenz, ein bisschen zu schnell zu reagieren, ein bisschen zu reden, bevor sie eigentlich richtig nachgedacht haben. Manchmal ist das komisch, manchmal nicht so. Sie haben im Grunde, unter Berliner Schnauze stellt man sich immer so ein bisschen eine Frohnatur vor. Nicht wahr, so etwas, das immer so hepp und ganz heiter und in allen Lebenslagen, also fabelhaft Bescheid weiß, sich immer durchlaviert, immer ganz schnell am Ball ist. Das stimmt im Grunde nicht. Der Berliner Humor ist im Grunde, und die Schnelligkeit ist erstens sehr slawisch beeinflusst, sehr vom Slawischen her und von der Armut bestimmt. Berlin war ja nie eine sehr reiche Stadt, nicht wahr? Und die Armut bestimmt auch den Humor. Es ist, jedes Witzchen ist im Grunde melancholisch. Es setzt immer voraus, dass alles grauenhaft endet. Es setzt immer voraus, dass die Sache fürchterlich ausgeht. Und dass man, wenn man die Bestätigung dessen hat, dass es nur furchtbar ist, darüber lacht man, nicht wahr?
Das ist im Grunde der Humor. Und diese Berliner Schnauze, die so kühl abwertend auch vielleicht tragische Sachen in einem Satz umkippen lässt ins Komische, ins Überraschende, das ist die Berliner Schnauze. Ja, ja. Für Frauen nicht immer so ganz attraktiv, auch nicht so ganz charming. Aber manchmal hilfreich. Ja, und das bedeutet auch, dass man nie aufgibt und so weiter, immer weitergeht und eine Kraft hat und so weiter. Glaube ich. Ja, durchsetzen immer. Das hast du so oft gemacht. Du kannst eine Karriere aufbauen und wieder abbrechen und wieder etwas anderes. Malen, Schauspielen, filmen und dann singen und dann wieder schreiben und ja, so weiter. Das finde ich ja nicht mal so, obwohl es natürlich immer sehr viel beredet und besprochen wurde, dass ich immer neue Sachen angefangen habe. Ja. Aber ich finde das ja, gut, man muss ein bisschen die Fähigkeit dazu haben. Ich kann nicht plötzlich auf eine Bühne gehen und sagen, ich singe Chansons, wenn, also, gut, ich habe sowieso nicht viel Stimme, aber ich überhaupt keine Möglichkeit habe und keine Fähigkeit und gar keine Gefühl dafür habe, wie ich ein Chanson, oder ich bin, kann also so überhaupt nicht Töne hören, dass ich also so miserabel falsch singe, dass einem gleich die Tränen in die Augen treibt. Nicht, dann kann man es nicht gerade empfehlen und sagen, machen Sie das beruflich, obwohl es gibt einige, die machen es doch beruflich. Aber ich finde, dass ein Mensch die Möglichkeit haben sollte in seinem Leben, und die ist eben nicht gegeben aus vielen Gründen, sozialen Gründen, über die wir jetzt nicht anfangen können zu reden, sonst reden wir noch in 10 Stunden, sich weiterzuentwickeln, seinen Bedürfnissen auch den Beruf anzupassen. Das ist oft nicht möglich. Es ist eben in einem Beruf wie in meinem, mit dem ich anfing, sei es Malen und dann von dort in die Schauspielerei, von dort ins Chanson, von dort ins Schreiben und so weiter, eher möglich. Aber ich kenne also Ärzte, denen es also mit 45 zum Halse raushängt, Arzt zu sein. Und sie drangsalieren ihre Familie und hassen ihre Umwelt und wahrscheinlich auch noch ihre Patienten, ohne dass sie es wirklich wollen. Aber doch ist es also bereits eine solche Aggression in ihnen, weil sie was ganz anderes machen müssen. Sie sind nicht mehr der Mensch, der sie vor 20 Jahren waren. Sie brauchen eine Veränderung. Sie brauchen eine neue Ausdrucksmöglichkeit, eine neue Form, ihre Existenz mit kleinen Erfolgserlebnissen zu pflastern. Und das können sie dann nicht. Wenn man aber seinen Veränderungen, die in sich vorgehen, seinen Bedürfnissen Rechnung tragen kann und zum Beispiel von dem sehr extrovertierten des Schauspielers, wie ich eben etwas in das Introvertierte marschiere, indem ich mich an eine Schreibmaschine begebe und mich von diesem weißen Blatt drangsalieren lasse, das mich da anglotzt, so halte ich das doch für, bei aller Belastung, die ein so neues Unterfangen mit sich bringt, für sehr wichtig. Und ich finde den Sadist, einen der sadistischsten Sätze, und derer gibt es ja nur viele in jeder Sprache, denn dafür haben ja die Menschen gesorgt, dass sie sich das Leben untereinander um Gottes Willen nicht angenehm machen, ist Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ja. Das halte ich also wirklich für einen der bösartigsten Sätze. Ja, was ist der Leisten? Na, vor allen Dingen, wie, ich meine, was heißt das schon? Wie lang ist schon ein Leben? Es ist ja nicht sehr lang. Ja. Wieso darf er innerhalb dieses kurzen Besuches nicht vielleicht sich selber seine Möglichkeiten zum Beispiel auch zu diesen fiesen Sachen gehört auch, er muss seine Grenzen erkennen. Wieso denn, bitteschön? Er soll seine Möglichkeiten erstmal erkennen. Unsere Möglichkeiten zu erkennen, halte ich für wesentlich wichtiger, positiver und auch der Natur gerechter und entsprechender als unsere Grenzen. Ja, aber wenn ich oder die Möglichkeit, ja. Wenn ich das Buch lese, dann glaube ich, dass du schon 3 oder 4 Lebens gelebt hast jetzt, bis jetzt. Da ist so viel zusammengepackt in diese 25, 30 Jahre nach dem Krieg. Ja gut, das hat natürlich damit zu tun, deshalb habe ich ja auch zum Teil in dem Gaul den Beruf mit reingebracht, weil durch den Beruf geschah es, dass ich als eine der ersten Deutschen nach dem Krieg nach Amerika kam. Ja. Und zwar nun in dieses Amerika, in dieses verquaste Operettenland da Hollywood. Ich meine jetzt nicht Amerika als Operettenland, sondern dieses Hollywood war ja also von einem damals unerträglichen Aufgeblasenheit und Schwachsinn, das ist ja infernalisch gewesen. Ja, da kann man ein Parallel ziehen, vielleicht zwischen zwei junge Frauen, beide sehr schön, begabt und so weiter, ein Monroe, die sie gekannt haben und sie selbst. Und der eine ist ganz heruntergegangen an diese, wie nennst du das, eine Operettenwelt.
Und du bist da rausgekommen, nach oben. Es war eine Diktatur, nicht wahr? Es war diese, man kam also von einer wirklichen Diktatur, also ich, in diese Operettendiktatur der Studiobosse. Man dachte doch, man träumt. Ich habe ja gedacht, ich bin in einem Traum, befangen, verfangen, werde mich nie aus ihm lösen. Es kann nicht wahr sein. Mit welcher unglaublichen Überzeugung ihrer eigenen Wichtigkeit in dieser Erde diese Leute damals, also ihre Schauspieler, ihre Regisseure und selbst die besten Schriftsteller drangsalierten. Es ist unfasslich. Und die Monroe hatte natürlich keinen Hintergrund. Sie fiel aus dem Nichts eines amerikanischen Waisenhauslebens in das Nichts dieses Operettenwaisenhauses da. Und nichts stützte sie. Und die Männer, die sie hatte, ja Gott, sie schmückten sich wohl doch sehr mit diesem kleinen Diadem Monroe, dass sie sich da in ihr schütteres Haar steckten, wissen Sie. Das ist ganz, ganz große Tragödie, wirklich. Du hast das Buch von Norman Mailer gelesen, natürlich. Ich habe es gelesen, der Spiegel, dieses deutsche Magazin, hatte mich gebeten, eine Rezension drüber zu schreiben. Und ich war eigentlich einigermaßen irritiert, weil ich bin alles andere als ein Rezensent. Bis jetzt bin ich eigentlich eher einer, der sich mit denen auseinandersetzen muss und sie wie alle, die da alleine am Schreibtisch rumschreiben, die ein bisschen hassen und wenn sie an sie denken, also die Nackenhaare plötzlich dann hochstehen. Und plötzlich sollte ich mich in diesen Stuhl setzen und ich fand das eigentlich gar nicht richtig, aber nach dieser langen Krankheit war es für mich eine Exerzise. Ich habe gesagt, wieso eigentlich nicht? Mach ich doch mal. Und ich habe also das Englische gelesen, die amerikanische Ausgabe von diesem Monroe-Buch vom Norman Mailer und dann die deutsche und habe darüber eine Rezension geschrieben. Nun finde ich Norman Mailer einen so brillanten Schriftsteller, dass ich sowieso süchtig bin mit dem Herrn. Dieses Buch ist unglaublich geschrieben für einen Mann, der diese Frau nicht mal gekannt hat. Atemberaubende Einsicht und wie er sich verliebt in diese Frau, das ist schon wieder erstaunlich und rührend und zum Teil amüsant mit ihrem Tod, von dem er sagt, andeutet in diesem Buch, dass er gar kein Selbstmord gewesen sei, sondern wahrscheinlich der Sache ein Mord zugrunde legt. Das behandelt er doch sehr mit der linken Hand. Der Schluss ist nicht gut, nein. Ist nicht gut. Er greift dort also eine unglaubliche Sache auf, reißt dort plötzlich einen Schleier weg von einem glorifizierten Selbstmord schon wieder und dreht ihn um in einen Mord und lässt eigentlich einen dann nun etwas verwundert dann vor diesem Schluss stehen. Aber er schreibt dieses Buch brillant und hat für mich die Monroe eigentlich wieder sehr gegenwärtig gemacht. Ja, du schreibst selbst, dass Monroe fragte immer, hast du noch neue Bücher für mich und so weiter. Mhm. Er hat doch ein Interesse gehabt in bessere Sachen. Genau, ganz naiv, ganz, ganz rührend, ganz, ganz liebenswert und wahnsinnig von Ängsten gejagt. Ja. Ein wirklich schwer, schwer gestörter und gut, wir alle haben wahrscheinlich maßlose Ängste. Und es ist immer die Flucht nach vorn, wenn man sich dann stellt. Aber bei ihr war es ja schon so, dass wenn man sie morgens ins Studio bat und sagte, also Frau Monroe, wir sind fertig für die Aufnahme, können Sie sich nur noch ein bisschen die Lippen nachschminken und da reinschreiten, dann fand sie also die kümmerlichsten Ausreden, angstgepeitscht, um diesen Moment, wo sie in ein Studio treten musste, vor eine Kamera hinauszögern konnte. So eine Panik war in ihr. Ja. Das hast du nie gehabt? Immer. Ja, vielleicht können wir ja auf diesem Punkt zwei Filmfragmenten schauen. Der eine ist, das ist der erste Filmtest, den Sie gemacht haben. Welcher? Ich weiß ja nicht, was Sie haben. Ja, ja. Was? Ja, ja. Guck mal. Welcher? Im Theater wird immer gemunkelt. Und ist was dran an dem Munkeln? Was geht's dich an? Wir stehen einer für den anderen. Draußen auf der Bühne, wenn der Lappen hoch ist, ja. Aber sonst? 1 zu 100, Stefan. Kennst du nicht Seilers Rede am Semesteranfang? Auf jede Vakanz in ganz Deutschland kommen 100 junge Schauspielerinnen. Alle hübsch, alle begabt. Der Erfolg entscheidet. Und dazu ist Ihnen jedes Mittel recht, mein Fräulein. Auch ein Brief, der zur rechten Zeit verloren oder gefunden wird. 1 zu 100, Stefan. Übrigens sagen wir uns wieder Sie. Ah, wie originell. Ich Ihnen einen sehr guten Rat ins Engagement mitgeben darf. Spielen Sie nicht den Wohltäter. Lassen Sie nur Seiler machen. Der holt seine Renate schon wieder raus. Schlechte Beleuchtete, das war Ufa, glaube ich. Das war Ufa, ja.
Das darf ich noch rauchen? Oder ja, fallen alle natürlich, vom Stuhl, nein, nein, du kannst rauchen. Nachdem kam, die Mörder sind unter uns. Die Mörder sind unter uns, war der erste große Film. Wolfgang Stahl. Das war der erste deutsche Nachkriegsfilm und es war der erste große Film, den ich machte, also Hauptrolle und so. Und das war auch, glaube ich, warum Hollywood um sie gefragt hatte. Das hatten die in Hollywood gesehen und fragten nun an. Und als ich dann ankam, hat sich, der Selznick hat mich damals rübergeholt. Aber ich machte nach Mörder unter uns ja noch zwei Filme, den Film ohne Titel, der eigentlich rückblickend auf die vielen Filme, die ich gemacht habe, mein liebster ist. Ja. Das ist ein wirklich schöner Film gewesen, ein hübscher, ein nicht so bedeutender, nicht ein Film mit einem riesen Anliegen, Gott sei Dank, sondern ein ganz bezaubernd gemachter Film. Du bist doch hier. Warum bist du damals fortgegangen? Muss ich das sagen? Nicht, wenn du nicht willst. Aber richtig war es nicht. Warum? Du hättest Geduld haben müssen mit mir und mit uns. Aber dafür bist du noch zu jung. Und erst einmal so alt bist wie ich. Aber du bist doch gar nicht alt. Ich bin schon ganz grau an den Schläfen. Kleine Madonna. Ich lasse dich nicht wieder vor. Ich habe mit den Eltern gesprochen. Ich ziehe oben in das kleine Zimmer und du schläfst in der Kammer mit dem Heiligen Martin. Nur mit dem Heiligen? Film ohne Titel und dazwischen machte ich noch einen mit dem Viktor de Kova. Zwischen gestern und morgen. Und dann spielte ich ununterbrochen in Berlin beim Boleslav Barlock Theater. Ich habe irgendwo bei de Kova gebeten, mir die Knef zu schicken. Die kam zu mir in die Wohnung, steht ja alles in einem Buch. Und dann wurde sie von mir in der Zeit, wo es nichts zu fressen gab, mit ein paar Tomaten, ich hätte beinahe gesagt, abgespeist. Und dazu bekam sie eine wunderbare Rolle von mir in Hokus Pokus von Götz, dem Eröffnungsstück, im Schlossparktheater mit Sönka. Und dann passierte etwas Schreckliches. Sönka kam eines Tages und sagte, weißt du, die Knef ist nicht prominent genug, die kennt ja kein Mensch in Berlin, wir können die Markus haben. Da bekam also Winnie Markus die Rolle, die Knef eigentlich schon bekommen hatte von mir. Und die Knef bekam dafür einen Prolog von Goethe. Und da zeigte sich schon das Stehvermögen und die Intelligenz dieses Mädchens, ihre Fairness. Sie war nicht böse, sondern sie hat diesen Prolog fabelhaft gesprochen. Sie hat auf diese Weise das erste Wort im neu eröffneten Schlossparktheater gesprochen. Ja, ein grandioser Regisseur. Das war ungeheuerlich und ich spielte also alles, was gut und teuer war, zwei Jahre lang in diesem exzellenten Theater in Berlin. Und zwischendurch machte ich Filme, was ihn also maßlos erboste, weil er ist ein Theatermensch von der Haarwurzel bis zum Zehennagel und findet also Film dusselig und unnotwendig und sah aber auf der anderen Seite ein, dass es für mich vielleicht doch nicht uninteressant wäre, Filme wie eben Film ohne Titel Mörder unter uns zu machen. Und arrangierte selbst Proben und so weiter für mich so, dass ich also hin und wieder einen Film machen konnte. Er hat mir wirklich den Weg in die Filmindustrie, ob nun heute rückblickend, der so schön war, das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren, aber er hat es also geebnet, möglich gemacht und gleichzeitig habe ich also bei ihm unendlich viel gelernt. Ja, bei Bongers auch, die mehr eine ältere Freundin war oder Pädagoge? Sie war damals die Chefin der UFA-Nachwuchsabteilung. Ja. Sie sagte, die wird engagiert und wird ausgebildet oder die wird nicht engagiert und nicht ausgebildet. Und sie machte es möglich, dass ich ein Stipendium bekam. Ja. Und sie war so das Argusauge, das über diese Schauspielschule herüberblickte und achtete darauf, dass man richtig eingesetzt war. Ja. In den Rollen, die dort also nur probiert wurden. Und die ist noch immer eine Freundin. Oh ja, das ist eine enge Verbindung bis heute. Ja. Oh ja. Und spricht auch von dir, wie wir jetzt sehen können? Dass sie es konnte man nicht voraussehen, aber dass sie es tat, hat mich nicht überrascht. Denn sie konnte einfach nicht immer weiter Filme machen oder dieses oder jenes. Sie brach ab. Sie sagte, man muss etwas ganz anderes tun. Und die Überraschung ist nur, dass sie sagt, ich muss jetzt singen. Womit?
fragt man erst, kannst du das? Und sie kann es eben. Sie singt eben nicht in dem Sinne. Sie ist existent. Aber die Überraschung liegt genauso bei ihr wie bei mir, als sie es kann. Sie weiß genau, was sie gesehen hat. Aber sie weiß es, auch ihre Erkenntnisse kommen sehr spät. Wenn sie mit ihr sprechen, so haben sie das Gefühl, die interessiert sich nicht dafür, was sie sagen. Oder sie will es auch gar nicht wissen im Moment, weil es ihr nicht recht ist im Augenblick. Viel später kommt sie dazu und sagt, das mache ich. Dann sage ich, wieso, damals wolltest du nicht. Es dauert eben ein bisschen länger, sagt sie. Ich habe es begriffen. Ja, was denkst du dann, wenn du das hörst? Sie kennen mich besser, als ich mich je kennen werde, glaube ich. Es ist nicht überraschend, dass sie mich so gut kennt. Nicht, weil wir so oft zusammen sind, sondern weil sie wahrscheinlich ein Mensch ist, der... Sie ist wohl die gescheiteste Frau, die ich kenne. Die brillanteste Frau. Mit einem unglaublich schweren Schicksal, das sie also zu einer großen Einsamkeit verdammt hat. Und dass sie dennoch nicht isoliert hat. Sie kann wirklich schauen und kann sich in einen anderen Menschen hineinfühlen. Sie ist nicht interesselos geworden, egozentrisch geworden durch ihre Isolation, in die sie wirklich sehr schicksalhaft, auch durch die Nazis. Ihr Mann musste flüchten, er wurde also, ihr Schwiegervater ist von den Nazis getötet worden, also ganz schreckliche Geschichten dahinter, durch diese Zeit eben in eine entsetzliche Isolation geraten. Und was sie da sagt, berührt mich sehr. Es schreckt mich zum Teil, weil sie genau das sagt, was ich von mir weiß, was man aber von sich selber nicht immer so gerne sagt oder auch sich selber im stillen Kämmerlein nicht sagen würde, dass man schnell reagiert, schnell redet und langsam empfindet. Langsam Dinge im Grunde erst verdaut und sie dann umwertet. Das rasche Reden ist ja noch nicht ein Zeichen des Erkennens. Ja, jetzt sind wir so philosophisch, dass... Nee, um Gottes Willen. Nein, etwas Frohes. In der Schau war ein Lied, das du selbst geschrieben hast, glaube ich, das Adressbuch. Ja. Und das ist ein bisschen abtempo und komisch, mit Zeichnungen dazu von Paul Klee, glaube ich. Ja, so ist es. Ja, und Else Bongers hat von Singen gesprochen. Wir haben schon ein bisschen gesehen. Jetzt sollst du mal singen. Ja? Also mach. Ja. Im Adressbuch blätter ich rum und schon finde ich unter A zwischen schlappen Eselsohren und auf eingerissenem Blatt Name, Straße und auch Stadt und versehen mit einem Stern jenen längst vergessenen Herrn aus Luzern. Was ihr von A bis Z brav registriert und buchstabiert, sagt mir mit jedem Blatt, dass die Vergesslichkeit den Vorrang hat. Unter B steht mein Dentist und ein früherer Journalist. Und da ist ein Ehepaar, offenbar aus Gibraltar. Zwei Garagen, ein Café, auch ein Freund, den ich nie seh. Und ein Bäcker in Madrid namens Schmidt. Was hier im Alphabet Zeilen beschränkt und eingeengt, was mich gekränkt, was mich gefreut, litt mit der Zeit an der Kurzlebigkeit. Unter H stehen die Hotels zwischen Hongkong und Bad Tölz und ein Hutgeschäft in Wien und bei Heizöl in Berlin steht ein Hugo und nicht mehr, und das wundert mich nun sehr, was aus dem geworden ist, er war Cellist. Was hier von A bis Z brav registriert und buchstabiert, sagt mir mit jedem Blatt, dass die Vergesslichkeit den Vorrang hat. Zwischen O und Y, Telefon und Spedition, der Notar, die Polizei
auch die Friedhofsgärtnerei. Eine durchgestrichene Frau, der ich über den Weg nicht trau. Auch ein Herr von Zitzewitz, Eipotsblitz. Was ihr von A bis Z brav registriert und buchstabiert, sagt mir mit jedem Blatt, dass die Vergesslichkeit den Vorrang hat. Was ihr im Alphabet Zeilen beschränkt und eingeengt, was mich gekränkt, was mich gefreut, litt mit der Zeit an der Kurzlebigkeit. Hilde und Paul Klee, ja, zusammen. Gestatte, dass ich etwas lese aus Ihr Buch, The Gift Horse, der geschenkte Gaul, ein gegeben Paard. Und das handelt sich um all die Krankheiten, die du gehabt hast. Das ist eine Latte, ja. Das ist für die Leute in Holland, lese ich das auf Holländisch. Das ist niet te geloven, dames en heren. Deze vrouw heeft gehad tyfus, geelzucht, kinderverlamming, meningitis, encefalitis, 17 kaakoperaties, 2 tropenziekten, buikvliesontstekingen, blinde darmperforatie, wervelverwondingen, schouderbreuk, gescheurde meniscus, reumatische koorts, 5 visvergiftigingen, colie-infecties, 2 bloedvergiftigingen, een verzameling kinderziekten, 14 bekende en talloze onbekende allergieën, neusbeenbreuk, 2 neusoperaties, nierontsteking, dysenterie, amandeloperatie, afgescheurde vingernagels, cysten en knobbels op haar stembanden. Maar dat was nog allemaal voordat haar kind werd geboren. Dat was alles nog voor Christine geboren was. Dan is Christine gekomen, schwierig. Ja. Ik ben een albtraum voor verzekering, ja. Ja, het is ongelooflijk dat ze nog leeft en dat je deze kracht behouden hebt te leven, zo vitaal bist. Dat meen ik. Vielleicht deshalb. Vielleicht ein Teil des dennoch oder trotzdem oder was man da so in sich sagt vielleicht. Aber ich habe das immer versucht, also möglichst geheim zu halten, dass ich also von 1000 Krankheiten gepeitscht bin. Aber innerhalb des Buches wollte ich es wenigstens also einmal so runterschnurren. Denn ich finde es ja nicht wichtig, man wird ja nicht bekannt in so einem Beruf, wenn man krank ist, sondern eher dadurch, wenn man nicht krank ist und seinen Beruf ausüben kann. Und die Krankheiten haben mich oft daran gehindert, meinen Beruf auch auszuüben. Und eigentlich mit der Geburt meiner Tochter begann also ein zweiter Teil des Dramas. Ist es dann, wollen wir es bei diesem metaphysischen Begriff lassen, ein Schicksal oder was? Natürlich auch sehr unterstützt durch diese maßlose Hungerzeit in Berlin während des Krieges, nach dem Krieg, durch die Kriegsgefangenschaft, in der ich ja doch war. Durch die Krankheiten, die ich in der Kriegsgefangenschaft hatte, die also nie auskuriert wurden, weil also in der Gefangenschaft und auch später, als ich geflohen war in Berlin, keiner also so großes Interesse an Krankheiten hatte. Die Tatsache, dass man den Krieg überlebt hatte, war also schon so euphorisch machend, dass man sich gar nicht mehr also da um irgendwelche Wehwehchen kümmerte. Und diese Wehwehchen waren eben keine, sondern es waren richtige Krankheiten, die dann Folgen hatten wieder. Nun ja, und damit kann ich mich also mit diesem zerschlagenen Kadaver eigentlich ein Leben lang auseinandersetzen. Ja, und dann letztes Jahr, 73, warst du viermal wieder so krank, praktisch tot und schon aufgegeben, kann man sagen. Ja. Das war in allen Zeitungen, auch in Holland. Wir haben ganz mitgelebt mit dich. Es tat mir damals sehr leid, denn wir waren ja verabredet für eine Sendung. Ja. Und das war an dem Tag, an dem ich aber auf dem Operationstisch lag, also gar keinesfalls in der Position, fotografiert zu werden. Nein. Und das war also eine sehr üble Zeit. Das tat mir also sehr leid damals, dass ich, ja, was ich mir jetzt frage, ein Versprechen nicht halten. Wenn man der Tod so oft im Augen gesehen hat, wie du, dann hat man vielleicht eine andere Philosophie dadurch bekommen, während dem Krieg all diese Krankheiten. Weiser wird man dadurch nicht. Man kann auch nicht die kleinen Kiesel der Gewohnheit verschieben. Nicht sehr leicht. Es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob es sehr dazu beiträgt, in irgendeiner Weise klüger, weiser, besser, gütiger zu sein, auch besser mit sich umzugehen, wenn man ein bisschen zu viel Ahnung vom Sterben hat. Ich finde es bedrückend. Ich finde, da wir alle
in unseren westlichen Ländern sehr den Tod umschleichen, ihn negieren. Vielleicht sogar deshalb weniger Beziehung zum Leben haben, weil wir den Tod eigentlich so wegschmuggeln, wegdenken, in allem negieren, ihn eher komisch empfinden oder ihn komisch sein lassen wollen. Das alles sind Ausreden. Dann mit dem Sterben doch sehr konfrontiert zu werden, ist eine entsetzliche Einsamkeit, dann eine nicht nur die durch Krankheit bedingte Sprachlosigkeit, sondern eine oder durch Drogen bedingte oder Narkosen bedingte Sprachlosigkeit, sondern eine Unfähigkeit, die entsetzlich einsamen Momente, Emotionen überhaupt in ein Wort zu fassen. Du bemerkst auch, dass ich hier bereits im argen Stottern mich befinde, weil es etwas ist, vor dem ich mit Herzklopfen und einer Panik stehe, mit dem ich so in Berührung gekommen bin, dass es für Menschen nicht mehr gut ist. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich glaube nicht, dass man da geläutert als Weiser rausgeht. Man geht nur raus als Angeschlagener. Ja, du bist so spät Mutter geworden, denn Christine ist jetzt 6 Jahre alt oder sowas, also du warst ja 142. Ja, ja. Das hat das Leben natürlich auch ganz geändert und du wolltest leben bleiben und vital sein, auch um das Kind aufzubringen. Das ja, soll doch sein, hä? Das ist eine ganz wichtige Sache. Wahrscheinlich, wenn man 22 ist und ein Kind bekommt, ist man mit sich selber noch so maßlos beschäftigt. Man ist noch so neugierig auf sich selber. Ja. Ja. Man ist ja noch so von einer jugendlichen Kraft. Man hat noch nichts von der angekratzten Hautlosigkeit, die man sich so später erlebt, erlitten, erfreut oder was immer dazu beigetragen hat, dass man vielleicht hautloser wird. Und dann in einer Zeit der Hautlosigkeit, der Dinge, die man erlebt hat, die Summe der Erfahrung, die man also nicht gleich für sich ummünzen kann, wieder in eine neue Egozentrik, in eine Selbsterhaltung. Wenn man in einer solchen Zeit dann ein Kind hat, das ist ein unglaubliches Erlebnis, ist ein dämliches Wort. Es ist ein neues Leben. Ein völlig neues Leben. Ja, du hast etwas gesagt, was mir aufgefallen ist, wenn ich zu Hause war. Du sprichst mit deinem Kind auf einer erwachsenen Weise. Du hast gesagt, man soll erwachsen miteinander auftreten. Ja, natürlich. Denn ich meine, nichts ist doch schlimmer. Ein Kind ist doch maßlos überfordert, wenn man mit einem zweijährigen, dreijährigen Kind so eine Baby-Blabla-Sprache spricht. Und dann plötzlich, wenn sie 5 oder 6 sind, verlangt man, dass sie also ein erwachsenes Vokabular haben. Sie müssen ja 2 Sprachen lernen. Das ist ja entsetzlich. Also wieso nicht gleich das richtige Wort sagen? Statt das ist ein Wauwau, was also auch so, nicht? Das ist ein Hund, nicht? Also das, ob ich nur Wauwau lerne oder Hund, bleibt sich gleich. Also genau von diesem primitiven, lapidaren Vergleich her auf alles andere projiziert. Sie sagte bereits als Dreijährige, heute bin ich renitent und fand das völlig normal. Ich fand das auch gar nicht altklug. Sie wusste nur ein Wort, das präziser beschrieb und nicht gleich so ein schuldgeladenes Wort war, wie ich bin böse. Nicht wahr? Da wirst du schon schuldprogrammiert für den Rest deines Lebens, wenn man mit solchem Wort kommt. Dieses, ich meine, ich sage immer, ich werde autoritär erzogen. Sie erzieht mich. Wenn ich sage, Tinta, bitte mach doch dieses, sonst, wenn du das jetzt nun überhaupt nicht isst, weil sie isst also nicht gerne. Das hat sie also offensichtlich von mir geerbt. Aber sie muss ja nun mal essen, nicht? Und wenn ich also versuche, auf irgendwelchen Schleichwegen das beizubringen oder auch manchmal sehr direkt, reagiert sie überhaupt nicht. Und wenn ich dann sage, wenn du das nicht isst, dann kriegst du aber auch das nicht. Dann guckt sie mich an und sagt, das ist Erpressung. Du erpresst mich. Bist du dir darüber klar? Das finde ich sehr gut, dass ein 6-jähriges Kind sich klar darüber ist, was bei Erpressung ist. Nicht? Und ich glaube in gar keiner Weise, und das bestätigen mir auch Freunde, denn als Mutter bin ich natürlich verblödet und verblendet, dass sie in gar keiner Weise altklug ist. Sie hat nur ein bereits sehr großes Vokabular zur Verfügung, was ihr das Leben ein bisschen leichter macht, auch differenzierter zu denken, differenzierter aufzunehmen, differenzierter Farben zu sehen und alles zu sehen. Ja, ich kann sie schauen, glaube ich, denn Hildegard hat wieder angefangen zu malen und das, ich weiß nicht, wann hast du das gemacht, das ist das Kind? Das habe ich gemacht,
zwischen zwei Operationen eigentlich. Wirklich? Ja, im letzten Jahr, nachdem ich aus dem Programmverhindernden damals aus unserem Operation herauskam und dann später wieder rein musste, da hatte ich einmal 3 Wochen, da habe ich sie gemalt. Und das Bild fing eigentlich so an, dass sie immer sagte, es ist so langweilig, so zu sitzen. Und dann habe ich sie beim Spielen von hinten gemalt. Da brauchte sie also nicht Rücksicht auf mich nehmen. Ja, wir sind so ein bisschen am Ende einer langen Reise. Wir könnten so viel länger plaudern über die ganze Karriere und das Leben. Wir haben schon die Zeit in Berlin gehabt und Hollywood und Silk Stockings, Coldwater, Broadway, wieder zurück. Jetzt frage ich mich, wie sieht die Zukunft aus? Was denkst du davon? Nicht mehr große Filmrollen oder das sollen wirklich wichtige Manuskripten sein? Theater vielleicht, wenn es etwas Gutes gibt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich schreibe und ich glaube, Schreiben wird doch sehr vorrangig sein. Nicht nur, weil ich da Feuer gefangen habe, das nicht, sondern weil, wenn man überhaupt schreibt, ist das Zeitfressendste. Es ist ja ein ungemeines Krokodil, das an der Zeit frisst wie nichts anderes. Denn es ein Buch, nun ja, das dauert eben mal 2 Jahre, nicht wahr? Mhm. Ich habe jetzt ein Filmangebot wieder gehabt für einen amerikanischen Film, aber das hat mich wirklich nicht interessiert. Das ganze Sujet, das war wieder so eine Verniedlichung der Diktaturen und über die Nazizeit eigentlich so ein bisschen ein... Nun ja, höchst unerfreulich. Also eben eine Verniedlichung, ein Bagatellisieren einer Diktatur. Und ich finde das unverzeihlich, dass man das also heute immer noch weiter betreibt auf der Leinwand. Und da habe ich also Nein gesagt, es interessiert mich nicht. Ein Theaterstück weiß ich nicht. Ich würde Theater spielen, wenn mein Mann es inszeniert. Wir haben mal in 1965 ein Theaterstück gemacht in Deutschland, eine große Tournee gemacht und auch damit nach Wien gekommen, nach Zürich und so weiter. Das hieß damals Mrs. Deli, so ein amerikanisches Stück und das inszenierte mein Mann. Und das war, glaube ich, ganz anständig. Gut? Ja. Ist das alles? Ja, gut, gut. Ja, ich wäre dir dankbar, wenn du ein bisschen deutlicher würdest. Warum hast du das getan, um Gottes Willen? Ist das das Einzige, was dir einfällt? Nein, ist ja hübsch, sieht sehr gut aus. Hat mich nur ein bisschen überrascht, das alles. Ja, das wollte ich auch, aber es gefällt dir nicht wirklich, ne? Doch, doch. Ich hab mir gedacht, noch was anderes. Ich war so lange nicht mehr rot und Abwechslung versüßt das Leben, stimmt's? Als ich noch rot war, ging's uns viel besser. Das war damals, wirst du sagen. Tja, man muss sich erst dran gewöhnen, du siehst jetzt anders aus. Ja? Ja. Na, besser? Ja, was heißt besser? Ja, ich find's sehr attraktiv. Ja. Sexy. Ja. Naja, findest du nicht auch? Klar. Du hast doch immer gesagt, Rothaarige sind besonders sexy. Ja, dazu gehört ja nur mehr als nur der Haarfarbe. Ja, Türt. Hast du das selbst gemacht? Nein, der Friseur, ich war heute Morgen da. Warum das Kopftuch? Ich hab nur auf einen richtigen Moment gewartet, der kommt nie. Was? Der richtige Moment, der kommt nie. Muss mir mal überlegen, wie ich mit dem Leben fertig werden soll, wenn ich immer auf die richtigen Momente warte, die nie kommen. Verstehst, was ich meine? Nein. Also, was ich hätte tun sollen, ich hätte das Tuch nicht umbinden sollen. Hättest du wahrscheinlich gedacht, du wärst durch ein falsches Fenster geklettert. Und wir hatten schon im Bett gelegen, bevor du gemerkt hattest, dass es nur ich war. Ich finde das nicht komisch. Aber seitdem habe ich also nicht mehr Theater gespielt, habe ich nur Chanson-Tourneen gemacht. Was ich in dieser Richtung mache, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich wirklich nicht, weil das hängt ja auch vom Stück ab, nicht wahr? Mhm. Und... Ja, aber das Schreiben, das sind nicht nur Bücher, aber auch die Texte für die Lieder, die Sie singen. Ja, natürlich. Und die sind so wichtig, weil in Deutschland hat es bis jetzt, bis Knef, noch nicht solche Texte gegeben. Ja, Brecht und so. Bevor danke, der Krieg. Danke für den ja, aber nach dem Krieg nicht etwas Wichtiges wie diese, die sind doch beschauend und etwas tiefer als die Lalala-Liedchen. Ich kann über meine eigenen Texte natürlich nichts sagen, das ist klar. Und viele finde ich heute auch nicht mehr gut, die ich also vor 10 oder 9 Jahren geschrieben habe. Aber auf jeden Fall versuche ich mit jeder Platte etwas anderes zu machen, ein neues Thema anzugehen und so weiter. Ohne also das Anliegen wie ein Bauchladen vor mir herzuschleppen.
Was beim Texten schwierig ist, ich als schwierig empfinde, ist die Kargheit, zu der man sich zwingen muss. Denn ein anständiger Text fängt eigentlich fast an mit einer Kurzgeschichte. Es ist eigentlich immer eine Geschichte, es ist eine Kurzgeschichte, die man schreiben könnte, die man vielleicht sogar auf mehrere Kapitel auswalzen könnte, wenn man also das Bedürfnis hätte. Das muss man also auf diese Knochen streichen, auf das Vertonbare streichen. Rein metrisch so, dass es also für den Komponisten eine Möglichkeit gibt, hier eine Melodie hinein zu flechten, ohne also nur also dem als Begleitung zu dienen. Ja. Das ist schwierig. Es ist alles biografisch oder autobiografisch. Das rote Rosen regnen, das ist doch etwas typisch Hildegard Knefs, glaube ich. Und ich glaube, jeder, der schreibt, ist doch autobiografisch, ob er sich nur hinter einem Schlüsselroman versteckt. Das hängt davon ab, wenn man seine eigenen Texten singt. Aber wenn man Texte schreibt, dann wird man natürlich wesentlich autobiografischer. Ja. Denn ich meine, was heißt das, wenn man ein Chanson singt, will man sich völlig distanzieren von sich selber und also als Schauspieler auftreten, der also gar nicht sagt, hinter diesem Text steht also auch nur eine Faser meines eigenen Ichs, außer meine Stimmbänder und meine Form, dieses also kundzutun, was ich da singe. Oder stelle ich mich wirklich dahinter und sage, ja, das ist also eine Facette, ein Teil, ein kleines Körnchen eines Gedankens, eines Gefühls, eines Etwas, das ich mal hatte. Man muss sich nicht mal gleich da als Ganzes verkaufen wollen. Es ist immer eine kleine Facette einer bestimmten Zeit. Etwas, das einem auffällt, das einen interessiert, das hängen bleibt, ein Satz, ein Mensch, ein Gesicht. Ja. Ich habe auf der letzten Platte zum Beispiel eine Geschichte einer missglückten Emanzipation, einer Frau, die also eigentlich sehr kumpelhaft ihrem Mann zur Seite steht und dafür also entsetzlich bestraft wird. Und zum Schluss erschießt sie ihn auch noch. Also die Emanzipation ist total missglückt. Das sind einfach Gedanken, die entweder auf der Hand liegen in der heutigen Zeit oder die auch unterm Teppich liegen, ja, was einem gerade so auffällt. Ja. Wir haben von Tod geredet. Hast du Angst, um alt zu werden? Nein. Ich finde, diese Angst vor dem Alter, finde ich, zu allen anderen Neurosen, mit denen heute jeder Mensch spazieren geht, finde ich, dass man da einen Strauß von Neurosen bindet, der gar nicht notwendig wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass Alter etwas Wunderbares sein kann, etwas unendlich Erfüllendes, etwas Freiheit haben zu lesen, zu sich weiterzubilden, Neues zu tun, aus einer neuen Sicht bereits bekannte Dinge und dadurch wieder neue Dinge zu sehen und zu erleben. Ich bin so leidenschaftlich verliebt ins Leben, ich bin ganz dusselig davon. Wie könnte ich, die ich also so leidenschaftlich dieses Leben liebe, bei allen Depressionen, die ich habe? Entsetzliche Depressionen gehören ja auch dazu, nicht wahr? So wie eine Liebe, nicht wahr? Ihre guten und schlechten Tage hat, so habe ich eben verheerende Tage in meiner Liebesbeziehung zum Leben. Aber da dem zugrunde liegt eine wirklich tiefe Leidenschaft. Wahrscheinlich auch begründet durch dieses frühzeitige in meinem Leben überleben müssen, überleben wollen und um dieses Leben sehr kämpfen müssen. Es nicht nur als etwas hinnehmen, nun bin ich mal geboren und mal sehen, was damit passiert, sondern dieses ja doch mit 17, 18 Jahren da also mit den Handgranaten rumfummeln, nicht wahr, und versuchen also am Leben zu bleiben, das prägt schon. Nein, Angst vorm Alter, ach nee. Ja, wenn das ruhig Wenn ich bis alt werden darf, bin ich ja schon wahnsinnig glücklich. Ich finde es ein Geschenk, alt werden zu dürfen. Ja, aber wenn ich deine finde Freundin... Diese Hochmut der Jugend, die werden ja so belastet, diese jungen Menschen, durch diesen Quatsch. Nicht wahr, der ja doch durch nichts anderes hochgespült wurde, als durch diese dämliche Reklameindustrie, diese Werbe. Naja, man wird nicht sagen, schminken Sie sich, dann sehen Sie älter aus. Man sagt, schminken Sie sich, sehen Sie jünger aus, weil man jünger hübscher ist. Aber wo hat das hingeführt? Das hat in eine Ausbeutung der Jugend geführt im Grunde und in eine Irreführung des Alters. Weil die Jungen fühlen sich also verängstigt vor jedem Geburtstag. Mit 25 sagen sie, um Gottes Willen, ich muss mich erschießen. Oder was? Ja, ja. Was ist das? Was ist das? Ein Leben, das eh nicht sehr lang ist, noch verkürzen mit diesem Schwachsinn, mit diesem Ausbeuterei durch Werbekram, den alle mitmarschieren und ihn auch noch für schick halten und sich dadurch auch noch für frei halten. Das ist ja, sie sind die unfreiesten Menschen, denen man einredet, pass auf, ab 25 bist du eigentlich schon ein altes Nilpferd.
Wie schrecklich, wie stelle ich mich den Möglichkeiten des Lebens, der Entwicklung, den Einsichten, den neuen Phasen, den neuen Fehlern auch? Wie stelle ich mich dem im Weg? Ja. Ich meine, es ist entsetzlich. Das Einzige, was nur der Sache im Weg steht, ist, nicht alt werden zu dürfen, indem man stirbt. Das fände ich also entsetzlich. Oder so krank zu sein, dass man nicht mehr fähig ist, zu denken, zu arbeiten, an sich und anderen. Denn wenn man sich selber keine Freude mehr ist, ist man anderen auch keine Freude. Zuerst muss man sich selber lieben, dann kann man andere lieben. Aber sich immer erneuern, nicht immer machen, was man gemacht hat. Ja, natürlich. Dann kann ich auf 60 machen, was man auf 25 gemacht hat. Nee, das so ist wie ja deine Kollege Marlene Dietrich, die jetzt 70 oder so etwas ist, noch immer durchgeht. Oh, Gott, das ist schwierig. Ich bin da ängstlich, ja. Marlene anzuschneiden, weil sie ist so ein Sonderfall, sie ist so ein ja. Idol, sie ist ein Monument zu Lebzeiten. Wenn sie heute plötzlich anfangen würde, was ganz anderes zu machen, wäre es gar nicht mehr glaubhaft oder was. Ich möchte da Marlene aus dem Spiel lassen, obwohl ich finde es natürlich entsetzlich für einen Menschen, sich selber kopieren zu müssen. Das heißt, immer, ja. etwas kopieren zu müssen, von dem man glaubt, dass man es war. Etwas kopieren zu müssen, was das Foto von damals war. Also der Veränderung, der größte Anspruch, den das Leben an uns stellt, ist, das glaube ich, ist, dass wir die Fähigkeit haben, eine Veränderung zu akzeptieren. Unsere Veränderung, die Veränderung unserer Umwelt, mit ihr, durch sie, wie immer sie es sehen wollen. Und wenn wir das nicht tun, sondern also im Stillstand verharren, wehren wir uns eigentlich alles gegen jedes Gesetz der Natur. Und das finde ich entsetzlich und das finde ich auch vergreisend. Das ist wirklich dann vergreisend, dieser Stillstand. Mhm. Also um nochmal diese kurze Frage, haben Sie Angst vor dem Alter? Ach, wenn ich alt werden darf, na doch ganz bestimmt. Nein. Hauptsache ich verblöde nicht, weil ich dumm werde oder... Nein, das hoffen wir nicht. Ja. ...krank bin oder von diesem Kadaver nun endlich untergeknotet bin. Wenn das alles ist, wenn das alles ist, wenn das wirklich alles ist, dann lass uns leben, wie es eben so geht, solang es geht. Wenn das alles ist. Als ich 12 war, nahm er mich zum Zirkus. Ich sah Tiger durch die Reifen springen, Menschen, die an Seilen hingen, und den Mann im Clownstrikot. Und sie klatschten wie besessen. Doch was dachte ich indessen? Wenn das alles ist. Wenn das alles ist. Wenn das alles ist, wenn das wirklich alles ist, dann lass uns leben, wie es eben so geht, solang es geht. Wenn das alles ist. Und 15 war ich, da traf ich Walter am Fahrkartenschalter der Stadtbahnstation. Er hielt meine Hand und wir liefen durch Straßen, unsere düsteren Straßen, vergaßen die Kälte, vergaßen den Hunger und sein Mund streifte mein Haar. Dann kam er abhanden, er verschwand ohne Wort. Sterben wollte ich auf der Stelle, sterben wollte ich, sofort. Doch eines Morgens um 6.10 Uhr sah ich mich im Fensterglas meiner Stadtbahn stehen und all die Verschlafenen um mich herum. Und ich dachte, wenn das die Liebe war, wenn das die Liebe ist, wo gar nichts war, wo gar nichts ist, dann habe ich nichts vermisst, wenn das alles ist. Wenn das alles ist, wenn das alles ist. Wenn das wirklich alles ist, dann lass uns leben. So dachte ich damals, so denke ich noch immer und wende mich ab von dem, was verletzt. Doch kommt es mal schlimmer,
fällt er mir nicht ein. Er lässt mich allein. Er bleibt verschwunden für Wochen, für Stunden. Er gilt als vermisst. Mein Satz, wenn das alles ist. Wenn das alles ist. Wenn das wirklich alles ist. Dann lass uns leben, wie's eben so geht, solang es geht. Wenn das alles ist. Wenn das alles ist, und das ist alles, wir sollen enden diesem Programm. Ich möchte gerne weiter plaudern mit dir über Bücher und Solzhenitsyn und andere Leute, die sich gekannt haben. Das geht nicht. Wir haben Hildegard Knef wieder besser kennengelernt, auch die Tochter Christine rückwärts gesehen auf diesem Gemälde. Aber noch nicht der Gatte, David. Wo ist er? Da. David? Da. Neben ja. der Kamera. You come in. Hallo. Wie geht's für? Es geht ganz gut, du sprichst gut Deutsch jetzt. Ja. Besser wie ich. Und ja, wir möchten mal sehen, meine Freunde, was unser Freund Paul Zitronen gemacht hat. Ja, sehr gern. Ja? Sehr gern. Hallo. Komm da ein bisschen näher. Ja. Dann können die drei Berliner zusammen plaudern? Kommen Sie. Ich mag das linke lieber. Ja? Ich weiß nicht warum, aber ich mag das. Ich weiß, was Sie mit dem Rechten, ich, oder glaube zu wissen, was Sie mit dem Rechten sagen wollen. Aber das Linke finde ich unglaublich. Fan. Berührend. Fan. Farbe. Schön's größer. Ja? Wunderbar. Fanny. Und ich danke. Ich komme noch dazu mit Blumen, denn für dich soll es immer rote Rosen regnen. Dankeschön. Wie danke. Wir allen wissen. Danke, danke vielmals. Schreib noch viele schöne Texte. Ob ich und das rausziehen kann, ohne mir meine. Nee, eben nicht. Eine für den Mann. Ah, danke. Ja, das ist nett. Danke. Und? Danke. Eine für mich. Und den Rest behalte ich. Und ich? Gut. Was? Nichts. Nichts. Dames en heren, hartelijk dank voor uw aandacht en ontmoeting met een hele bijzondere vrouw. Tot de volgende keer. La la la.